Also ich kann so Icons ändern wie das Bits-Zeichen, aber gut, das ist wahrscheinlich nicht so wichtig, weil es spendet eh nie jemand Bits. Also es hat nie jemand das Bits-Zeichen. Aber den Stern halt für das Abonnement kann ich auf jeden Fall verändern, sodass da auch verschiedene für die unterschiedlichen Sub-Stufen sind. Und mit seinen 26 Monaten hätte er schon verdammt hohes. König der Totenkopf wieder, jetzt geht's aber los hier. Hätte ihr das Secret of Mana Remake noch weiterspielen? Nee, garantiert nicht. Aber wenn ich etwas mit Sicherheit. Wenn ich ein Projekt mit Sicherheit als gecancelt. Nicht mal wirklich gecancelt, aber als. Das wird nicht weitergespielt deklarieren kann, dann wird's das Secret of Mana Remake LP sein. Das haben wir im Stream quasi nur einmal gespielt. Das war ja nicht mal ein richtiges Projekt. Wir haben uns einmal zusammengesetzt, um da zu spielen und haben dann. Nicht mehr weitergespielt. So, dann schauen wir doch mal. Waboku ist Nummer 1. Ist das Spiel so mies? Nö. Es ist okay. Ich spiele immer noch lieber das Original. Und es ist halt für uns immer ein bisschen umständlich, wenn wir uns überhaupt für längere Zeit für sowas zusammensetzen. Machen wir halt im Regelfall andere Sachen. Das Hängen macht eh kein Mensch. Dann aktivieren wir den Verwandlungsgroup, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Aktivieren wir noch eine Waboku. Zwei Clown-Angriff noch raus. Viele davon haben wir jetzt wirklich aktiviert. Das wurde zerstört. 1, 2, also 3 haben wir bis jetzt wirklich aktiviert. Und der Totenkopfdinger. Kann ich mal aufhören? Das Remake hat schon an ein paar Stellen ordentlich Verbesserungen auch wirklich eingeführt über das alte Spiel. Aber geht halt nicht so das Original. Das Original kann ich leider nicht mehr spielen, wenn das zum ersten ist kaputt. Emulatoren sind ja heutzutage nicht mehr schwer zu kriegen für sowas. So, Leiche von Yatagarasu. Das ist Nummer 4. Zwei Clown-Angriffe sind Nummer 5. Natürlich die beiden noch raus. Ja, wir sind weiterhin bei 5. Notvorräte, wow. Waffenstillstand Nummer 6. Waboku Nummer 7. Windstand von Itaka 8. Windstand von Itaka 9. Boah, spielen wir in diesem Duell 10 Fallen aktivieren. Das ist ein mega nervtötendes Duell. Verkörperung des Apophis 10, wir sind fertig, wir werden das Duell. Ich hasse diese Herausforderung, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Generische Decks sind so schlecht, dass wir uns nichts tun können. Und wir haben drei Monarchen draußen. Dementsprechend mache ich mir auch nicht die Mühe, einen S-Rang zu holen und 20 Karten zu spielen. Dann muss das mit den 10 und einem C-Rang reichen.
Ich werde meine Switch auch gut benutzen, da kommen auch noch Spiele dieses Jahr. Ja, für die Switch gibt's ja jede Menge. Was sie für die Switch nicht rausgebracht haben. Es geht nervig weiter mit Spielfeld, aber immerhin müssen wir dafür nur 5 aktivieren und 10 für einen S-Rang. Es müsste also deutlich schneller gehen. Ich befürchte aber, wir haben immer noch kein Terraforming. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, Terraforming irgendwo gezogen zu haben. Deck durchsuchen. Doch, wir haben Landform. Ach, deswegen habe ich es auch beim letzten Mal nicht gefunden, das heißt Landform, nicht Terraform. Okay. Das ist aber gut, dann sollte das eigentlich gar nicht so nervig sein. Wir lesen erstmal unser Monarchendeck zurück ein. Aber macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir auf die Spielfelddinger spielen, oder? Aber auf jeden Fall macht der Baumfrosch so gut wie nie Sinn. Den Kram hier tun wir mal raus. Fallen werden wir wahrscheinlich so gut wie nicht brauchen. Lass mal eine Spiegelkraft drin, schätze ich. Harpien Deck könnte gehen. Ja, geht auch so. Wir müssen ja keine sinnvollen Karten sein, die wir da als Spielfeldzauber aktivieren. Dann tun wir den Magier des Glaubens auch wieder rein. Monster, Magier des Glaubens. So, dann Spielfeldzauber. Wer aktiviert nicht gerne dreimal Berg? Oder Chor der heiligen Städte? Oder Sogen. Brauchen wir wirklich Sogen? Aqua, Pyro. Oder Teil der Toten. Machen wir nicht Teil der Toten, nachher man geht mit Teil der Toten Deck. Oder Wald. Oder Ödland. Bisschen was hier vorne raus. Und unsere Ziehchancen da ein bisschen höher sind auf den Mist. Und das kann man es ja wirklich nicht nennen. Das ist ja wirklich Mist. Zehn tauscht du mal raus. Burial, tun wir einfach raus. Passt schon. Ja, es ist Eule des Glücks, die Grabwächter. Gut, dass ich keinen Necro Valley benutzt habe. Das könnte allerdings nervtötend werden, weil ich glaube, Necro Valley kann sich schützen, je nach Effekt. Na, gucken wir mal. Haben wir Möbius. Teil der Toten. Ja, das habe ich ja nicht erwartet. Wie viele Spielfeldzauber muss aktivieren? 5. Grabwächter ist Attentäter. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Tschüss, Teil der Toten. Jo. Oh. Die Musik ist ja gar nicht nervig. Vor allen Dingen, wenn sich die Musik im Hintergrund überlegt mit der normalen Kampfmusik. Ist ja weird. Sanimumumanga, raus mit euch. Raus mit euch in Mengen. Und dann kommt gleich Möbius, um das Feld zu übernehmen. Eigenhändig. Nope, Endphase. Auch Gehirnkontrolle dazu aktivieren.
Na. Kurz zu. Och, ernsthaft. Von allen Dingen eine Fallgrube. Hm. Ja, dann ist das jetzt so, ne? Okay, haben wir gleich noch unsere Wand der Illusion. Ach, Mist, aber Necro Valley. Das ist ungemütlich. Immerhin hat er keine weiteren Monster zum Angreifen. Das ist schon mal viel wert. Und wir sind ein bisschen geheilt durch unsere Nimblemongas. Hauptsache, er hat dreimal Teil der Toten im Deck und zieht direkt zweimal Teil der Toten. Wir haben irgendwie 10, 12 Feldzauber im Deck. Wir haben einen gezogen. Das hat er nicht einen Effekt, der jetzt ein bisschen doof ist? Kannst du die Position von einem offenen Monster der Spielzeit deines Gegners ändern? Ja, das ist gar nicht gut für uns. Ist gar nicht gut für uns. Das ist überhaupt nicht gut für uns. Oh Gott. Leben wir überhaupt noch? Ja, jetzt kommen die Feldzauber. Wir können unsere Bedingungen erfüllen, aber damit gewinnen wir das Duell nicht. Wir müssen jetzt einen Monarchentop decken. Unsere einzige Chance ist jetzt einen Monarchen zu top decken. Hab ich das Tier? Okay. Möglichst Möbius. Schwerer Sturm. Okay, GG. Müssen wir nochmal machen. Oh, wir können nicht conceden. Das ist so dumm. Jedes Mal, wenn ich conceden will, können wir nicht conceden. Wir haben noch nicht ein Duell conceded und ich wollte schon 5 conceden oder so. Wir haben es falsch gemacht. Habt ihr gehört? Wir haben nicht gut gezogen. Ich glaube nicht, dass unser Deck wirklich jetzt Riesenprobleme damit hat, den zu besiegen, wenn wir einmal ordentlich ziehen und nicht in eine Fallgrube fallen. Das ist schon mal ein guter Start. Nehmen wir Momonga. Ödland, damit haben wir Nummer 1. Und dann aktivieren wir Wald. Und dann haben wir Nummer 2. Buff die Nimble Momongas. Geheimnis des Porträts. Ne? Der spielt nämlich auch so einen totalen Dreck. Und der kann Necro Valley ja auch nur dreimal im Deck haben. Ja, natürlich wollte ich die hier beschwören. Und nochmal beschwören. Ja, wir haben verloren eben. Wald ist so ein Dreck, ne? Diese Kreatur hier kriegt keinen Vorteil durch die Karte Wald. Wald. Dieses Ding hat einen Wald im Hintergrund des eigenen Bildes. So dumm. Scheinbar hat er keinen Teil der Toten. Wir flippen mal und gucken, ob wir in Fallgruben fallen. Nicht so aus. Sieht nicht so aus. Flinker Momonga mit Wald. Okay, die kriegen doch einen Vorteil durch Wald. Ich nehme alles zurück. Es wird uns nicht angezeigt, wenn sie in verdeckter Position liegen.
Und wir brauchen trotzdem noch zwei weitere Feldzauber. Ihr spielt sogar blaue Medizin. Also, aber dann zweimal Teil der Toten auf Anfang sein werden. Sabok. Jo. Tschüss, Flinker Momonga. Zerstören wir das verdeckte Viech. Das war eine Unglückskatze. Berg. Das ist Nummer 3. Kommt man mit in Angriff. Jo. Mehr Opferlämmer. Genau das Richtige für Grabwächter. Müsste ja nicht auch verziehen haben. Aha, da ist Nummer 4. Und jetzt haben wir doch schon mal den Verwandlungskrug. Jetzt sollte das Ganze ja eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Hab ich das Schwerkrieger? Natürlich. Da riecht er doch direkt eine verdeckte Karte, die er angreifen kann. Was? Kein einziger Feldzauber? Die Wahrscheinlichkeit war ja auch so gering. Aha, ein Berg. So, und wenn ich das richtig sehe, ist das Nummer 5, oder? Habe ich mich irgendwo verzählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nö, das war's. Amöbius.